Let's go. Ach ja, Anna weiß ja noch gar nicht, was wir heute machen. Ja, ich weiß auch nicht. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder eine Folge Du versus ich nach sehr langer Zeit. Und unser heutiger Gast ist die liebe Anna Dogstream. Hallo. Den Namen kennt ihr vielleicht schon. Und hier stehen noch drei... Das sind April und Jane. Denn die beiden haben für die heutige Du versus Ich-Folge etwas vorbereitet. Anna weiß noch nicht, was wir heute machen. Hast du irgendeine Idee, was in dieser Du versus Ich-Folge passiert? Nee. Hat etwas mit Raten zu tun. Jane und April haben nämlich Emoji-Kombinationen rausgesucht für verschiedene Orte in Star Stable. Und wir beide haben die Aufgabe, den Ort anhand der Kombination zu erraten und müssen dann dahin laufen. Und die Person, die diesmal wirklich als erstes da ist, bekommt den Punkt, so ähnlich wie bei dem Video mit den Fotos. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, hat diese Du versus Ich-Folge gewonnen. So, ich war ab einer Idee, wo es ist. Oh Gott! Das hat gut funktioniert hier. Alle können mich jetzt nicht mehr hören. Ich habe die Vermutung, dass es bei den Docks ist, bei in Jovik City, da wo man nur mit dem Bus hinkommt. Weil man hat ein Meer, ein Schiff. Es ist ein Hafen. Dieser Kran, da stehen auch Kräne, wenn ich mich nicht irre. Aber ich denke mal, es wird da hinten auf Pier 13 hinweisen. Wenn man eine 13 als Emoji dahin gemacht hätte, das wäre auch zu einfach gewesen, oder? Ah, ich sehe Jane. Wie bist denn du so schnell hier hingekommen? Ich finde es aber schön, dass ich Anna noch nicht sehe. Also, geht der Punkt wohl an mich. Anna, wo bist denn du gerade? Ich bin gerade im Westkamp Fischerdorf. Ganz weit weg. Ich wollte halt in dieses Dings da, also da, wo es Öl und so gibt. Du meinst auf der Insel von Dakor? Ja, genau. Stimmt, das könnte auch sein, ne? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Dann hätten wir aber Öl da hinzugefügt. Denke aber mal, ich hätte gedacht, es ist bei Frau Holdsworth, weil die hat ja so einen Stock. Aber der Kopf ist ja ein männlicher Kopf. Egal, ich gehe jetzt einfach mal zu ihr und gucke, ob ich da richtig bin. Und wenn nicht, dann muss ich nochmal überlegen, ob es hier, also es gibt ja so viele alte Leute in Star Stable, ne? Aber hier, die hatten einen Stock, ne? Anna, wo bist du denn hingelaufen? Ich bin zu Jaspers Farm gegangen. Nee, Jaspers Haus, Scheune, Dings. Ich sehe da jemanden rennen, aber es ist keiner von euch. Ja, Caro. Aber bei dieser Moorland-Farm, da ist doch keiner, bei Jaspers altem Haus. Oder sollte das Jasper darstellen? Wollen wir es auflösen, oder? Ja, sag mal. Hütte des Einsiedlers. Oh mein Gott, nein! Alter Mann, Krückstock, Haus, Pferde, Welschponys. Pferde hat jeder hier gefühlt. Okay, ja gut. Darauf bin ich nicht gekommen. Ich bin bei Frau Holzworth. Alles klar. Ja, die also hat doch auch einen Stock. Ich habe wirklich keine Idee, wo das sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas mit der GED-Tante da zu tun hat. Deswegen gehe ich jetzt mal nach Jalaheim. Ja, okay, gut, die Chance, dass hier irgendjemand war, ist schon relativ gering. Man könnte den Wolfhard als Metapher sehen. Wie gesagt, die Chance, dass hier irgendjemand ist oder dass es richtig ist, war relativ gering. Also ich kann ja mal zu Jasper reiten. Und da gucken. Also auf die Schnelle sehe ich jetzt hier auch niemanden. Anna, bist du schon da? Ich bin jetzt da, ja, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. Wo bist du denn? Ich bin bei James. Bei James? Ja, weil... keine Ahnung.
wollt ihr auflösen? Also es ist Wolf Hall Inn. Der Mann ist Ed. Dieses Paketstück ist ja seine Unterkunft, wo man drin schlafen kann. Und der Wolf ist halt für Wolf Hall Inn. Ja, toll. Es tut mir sehr leid, wir sind so schlecht. Also, das war eigentlich eins der leichten. Das kaputte Haus und die Stelle könnten vielleicht darauf schließen, dass es die Unglücksrabenfarben ist. Und die Spinnennetze könnten vielleicht dieses Verfallene nochmal hervorheben. Ach nee, da oben ist der Großteil der Farben. Wisst ihr, das ist so eine Sache, die verstehe ich nicht. Es sind immer noch haufenweise Tiere, aber die Farben, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ah, ja, ich bin richtig. Mein Gedankengang war gar nicht so falsch. Anna, wo bist du? Ja, ich bin jetzt wieder zur alten Scheune gegangen, weil das könnte ja auch ganz gut passen. Aber da waren doch keine Pferde. Naja, im Moment sind da ja magische Pferde. Punkt für mich. Du musst aufholen, Anna. Da ist schon wieder ein Pferd. Eine alte Frau, Weintrauben, Mais, Bücher und ein Krankenhaus. Vielleicht muss ich jetzt zu Frau Holdsworth, weil die hat ja auch immer Medizin. Aber da stehen keine Pferde. Ich lasse mich trotzdem abholen und guck mal nach. Nee, hier ist niemand. Sonst vielleicht zur Koppelinsel oder so? Wo seid ihr denn? Wir sind bei der Baroness. Ah, okay. Sad. Ein Punkt für Anna. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Nick Stoneground ist. Weil der Typ Eis und da kann man ja auch Klamotten kaufen. Aha, doch, hier ist Jane. Sehr schön. Also das war auch wirklich easy. Frau Dogstream, wo halten Sie sich denn auf? Ich wollte zu dem Typen da im Dino-Teil gehen, aber ich hatte noch keinen Transport dahin. Oh nein! Wollen wir es dann so machen, dass wir beide einen Punkt bekommen? Weil dadurch, dass ich halt einen Transporter hatte, war ich natürlich eher da als du. Kann man so machen. Ja. Okay. Wenn ihr da jetzt nicht hinkommt, dann bin ich sehr enttäuscht von euch. Wir sehen uns hoffentlich gleich da. Bis gleich. Also es könnte bei Wildwoods bzw. bei Redwood Point sein. Hier, Redwood Point. Ich hoffe, ich liege richtig. Ich sehe sie da unten stehen. Sehr schön. Hallo. Anna, ich hoffe, du hast hier schon den Transporter hin. Such gerade, finde nicht. Wo möchtest du denn hin? Da oben nach Wildwoods, Menheim. Ah. Fast. Sind in Redwood Point. Also daneben in dem Gebiet. Ende ist das in Fort Pinter und ich muss eigentlich nur hier stehen bleiben und sie kommen jetzt zu mir. Das wäre schon lustig. Also dieses Strandding da, das könnte ja schon für den Strand da unten stehen. Ich wüsste auch nicht, wo jetzt hier noch so ein Strand sein soll. Die Pferde, es gibt hier wieder einen Stall. Rennen, es gibt hier ein Rennen und ein Championat. Das nächste könnte auch für das Championat stehen. Die Familie, keine Ahnung. Halloween, keine Ahnung, vielleicht ist hier so ein Halloween-Portal. Und der Mais, keine Ahnung. Ah, nein! Nein, 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 das ist in New Quest. Nee, dann gehe ich doch nochmal nach Fort Pinter. Vielleicht ist die Koppelinsel, vielleicht steht das für eine Koppelinsel, aber da ist kein Championat. Nee, hier sind sie auch nicht. Dann
fällt mir eigentlich wirklich nichts mehr ein, was mit Strand und Sonne oder Insel zu tun haben könnte. Ich meine, ich konnte jetzt natürlich noch an den Strand von Südhof gehen, aber bei Südhof waren wir halt schon. Ah, vielleicht ist es im Moorland, weil hier ist ja auch so ein Mini-Strand und das Championat führt ja da vorbei. Nope. Ey, Maria, ne? Ich finde euch nicht. Wir sind auf der Koppelinsel. Hey, da war ich doch gerade. Ich bin über die komplette Koppelinsel gelaufen. Wo seid ihr denn da? Oben bei den Rennen. Bei Onkel Bob. Hey, da war ich gerade. Ich schwöre, ich bin da gerade lang gelaufen. Jetzt ernsthaft, ich bin hier lang gelaufen. Hier oben. Ich bin hier an den Rennen vorbeigelaufen. Geil. Ich habe euch nicht gesehen. Die ganze Zeit. Aber Anna ist ja auch nicht da. Jetzt bin ich bei euch, aber davor war ich in Golden Hills, Wayday-Stall. Ich war zuerst in Fort Pinter. Kommt mal bitte schon auf Fort Pinter. Du hast diese Insel, die kann auch Strand heißen. Du hast die Pferde, da gibt's, ist auch ein Pferdestall zum Verkauf. Da gibt's ein Rennen, da gibt's ein Championat. Familie, keine Ahnung. Halloween, vielleicht ist da ein Halloween-Portal so. Und Mais, keine Ahnung. Der Kürbis. Und Mais sind hier unten angeboten. Also kein Punkt für uns alle, würde ich es mal behaupten. So, das war's dann wieder. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel Emoji-Kombinationen ihr erraten habt. Und bitte lacht uns jetzt nicht in den Kommentaren aus. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht, Anna. Ja. Jetzt natürlich die Frage, wer die meisten Punkte jetzt hat. Also, Anna hat sich wacker gekämpft. Sie hat 4 Punkte. Und Caro, du führst mit einem Strich, also mit einem Punkt. Und das heißt, du hast 5 Punkte und hast somit gewonnen. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal im Video wieder. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, Abend, morgen, wann auch immer ihr das Video anschaut. Bis zum nächsten Mal. Adios.